globale Gier nach Fleisch. Brasiliens Regenwälder brennen für die weltweite Lust auf Fleisch. Das billige Schnitzel für alle und die Folgen. Haben Sie schon Ihre Weihnachtskekse verdaut oder liegen sie Ihnen immer noch im Magen? Vielleicht ist die Zeit wieder reif für kleine Einschränkungen. Herzlich willkommen beim Weltjournal. Wir sehen oder hören meist nur kurz hin, wenn es um Massentierhaltung geht, wie gerade jetzt, wenn in Deutschland wieder mal ein Futterskandal Schlagzeilen macht. Dabei trägt gerade diese Art der industrialisierten Landwirtschaft in großem Ausmaß zum Klimawandel bei, zur Luft- und Wasserverunreinigung, zur Rodung ganzer Landflächen. Die Rinder, die auf den abgeholzten Urwaldflächen in Brasilien gehalten werden, fressen Soja aus Indien, werden danach nach Frankreich verschifft und dann europaweit verspeist. Auch beim Fleisch macht die Globalisierung eben nicht Halt. Anthony Orleans und Christa Hoffmann berichten von industriellen Mastbetrieben in Texas, Brasilien und Frankreich, beginnen ihren Bericht aber dort, wo das Fleisch noch Qualität hat und aus kleinen bäuerlichen Betrieben kommt, in einem Wiener Rindfleischtempel. Fleisch ist der wichtigste Bestandteil der gutbürgerlichen österreichischen Küche. Ob Schnitzel oder Tafelspitz. Im Schnitt isst jeder Österreicher 66,5 Kilo Fleisch im Jahr. Tendenz steigend. Ein Wiener Schnitzel marschiert. Ein Röstchen Spinat. Im Wiener Traditionsrestaurant ist Qualität oberstes Gebot. Das Fleisch stammt aus Österreich und ist bis zu seinem Ursprung rückverfolgbar. Okay. Oh, schaut schön aus, oder schöne Eindeckung. Sehr schöne Fettung. Ja, nein, schaut sehr schön aus. Das berühmte Schnitzel ist dem Österreicher sehr, sehr wichtig. Nein, generell, Österreich ist ein bekanntes Fleischland. Der Fleischkonsum, der Pro-Kopf-Verbrauch ist sehr, sehr hoch, auch vor allem im EU-Vergleich. Und das kommt natürlich aus der Küche heraus, weil die österreichische Küche immer schon sehr, sehr fleischlastig war. 66,5 Kilo Fleisch pro Person im Jahr. Im Europavergleich viel. Im Vergleich zu den USA ist das wenig. Texas, das Land der Rinderzüchter. Hier isst man fast doppelt so viel Fleisch. 123 Kilo pro Person im Jahr. Steakhäuser gibt es überall und die Steaks sind riesig. Wer es hier schafft, ein 72-Unzen-Steak aufzuessen, muss die 72 Dollar, die es kostet, nicht bezahlen. Weltjournal-Kollegin Annette Scheiner hat den Versuch gewagt. 72 Unzen, das sind etwa 2 Kilo Fleisch. Zu meiner Rechten, den ganzen langen Weg aus Österreich, Annette. Einer von 14 schafft es. Kollegin Scheiner muss passen. Eine Ranch zwischen Colorado und Nebraska im Herzen der Vereinigten Staaten. Um dem ständig steigenden Fleischbedarf nachzukommen, muss möglichst viel, möglichst schnell produziert werden in Massentierhaltung und Intensivzucht. Wir befinden uns auf einem sogenannten Feedlot, einem Rindermastbetrieb. Die Rinder werden hier nach ihrer Ankunft in 3 bis maximal 4 Monaten schlachtreif gemästet. Diesen Morgen werden ein paar hundert Rinder in Container verladen. Wir haben 5 Frachten geladen für den Schlachthof von Lexington. Bis dorthin sind es ca. 200 Kilometer. Im Moment haben wir nur 4000 Tiere. Wir sind am Ende der Saison. Ansonsten haben wir bis zu 7500 Tiere.
Tom ist Viehmester. Viehzüchter geben ihre Jungtiere zu ihm, damit er sie in kürzester Zeit auf Schlachtgewicht mästet. Toms Geheimnis? Energievolles Futter. Dieses Produkt ist zum Beispiel mit viel Fett und Proteinen angereichert. Es ist perfektes Rinderfutter. Außerdem ist es schmackhaft. Die Tiere lieben es. Es wurde gerade geliefert. Es ist noch ganz warm. Dort drüben haben wir anderes Futter. Das sind Rüben. Die sind auch sehr gut. Sie sind nicht sehr stärkehaltig, aber sehr energiereich. Sieht aus wie zerstampfte Kartoffel. Die Tiere sind verrückt danach. Rinder, die Gras fressen, nehmen nur 1,5 Kilo pro Tag zu. Mit diesem Futter das Doppelte. Kraftfutter besteht aus Mais, Soja, Fischmehl und Palmfett und macht Rinder zu Nahrungskonkurrenten des Menschen. Mehr als ein Drittel der weltweiten Getreideernte wird an Tiere verfüttert. Für die Gewinnung von Palmfett werden Regenwälder abgeholzt. Wie lange sind die Tiere bei Ihnen? Das hängt davon ab, wie schwer sie anfangs sind. Wenn sie mit 250 Kilo kommen, bleiben sie, bis sie 600 Kilo wiegen. Das dauert ca. 180 bis 200 Tage. Es ist nicht nur das Kraftfutter, durch das die Tiere zulegen. Sie haben außerdem ein Implantat mit einem Wachstumshormon hinterm Ohr. Ein Steroid, das die Muskulatur um 25% schneller wachsen lässt. In Europa ist das verboten. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum das verboten sein soll. Ein Tier mit Implantat hat etwa 3 Nanogramm mehr Hormone als eines ohne. Sogar Brokkoli enthält mehr Hormone. Wissenschaftlich gesehen, denke ich, ist das überhaupt kein Problem. Die Intensivmast ist umstritten, aber wirtschaftlich höchst produktiv. Zigtausende Rinder werden in kurzer Zeit schlachtreif gemästet. Hier die Gegenbewegung. Auf Lee's Bio Ranch brauchen die Rinder 5-mal so lange bis zum Schlachtgewicht. Sie bekommen keine Hormone und fressen ausschließlich Gras. Diese Rinder sind seit 4 bis 5 Tagen hier. Schauen Sie nur. Sie haben alles aufgefressen. Nur die harten, trockenen Gräser haben sie stehen lassen. Aber das, was sie am liebsten mögen, haben sie ratzeputz aufgegessen. Das, was ihnen Fett liefert. Jetzt werden wir sie auf die nächste Weide bringen. Sie wissen schon, was kommt. Los geht's. So, we'll go move them. Lees Kunden sind in New York zu Hause. Junge, hippe Leute, die es sich leisten können. Denn so ein Bio-T-Bone-Steak kostet doppelt so viel wie eines aus der Intensivmast. Der Meat Hook, der Fleischerhaken in Brooklyn. Punkrock-Tempel und Fleischerladen in einem. Die Fleischhauer hier sind Schriftsteller, Architekten oder Journalisten, die ihren Job aufgegeben haben, um ihrem Hobby zu frönen und qualitativ hochwertige Fleisch- und Wurstwaren anzubieten. Billiges Fleisch brauchen wir nicht. Wir wollen gutes Fleisch. Wir sind Kontrollfreaks. Deshalb haben wir unsere eigene Fleischerei aufgemacht. Fleisch ist in. Lady Gaga, exzentrischer US-Popstar, ganz in Fleisch gekleidet. Ein Statement gegen Vegetarier und Political Correctness. Die Provokation ist gelungen. Doch Tatsache ist, der ständig steigende Fleischkonsum hat fatale Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Größter Rindfleischexporteur der Welt ist Brasilien. 200 Millionen Rinder gibt es hier. Das ist der weltweit größte Viehbestand. 200 Millionen Rinder brauchen Platz und Futter. Der Bedarf an Land geht auf Kosten des Regenwaldes. Mit Brandrodungen wird Weideland für die Rinder geschaffen. In den letzten 2 Jahrzehnten sind 20% des Amazonas verschwunden. 20% der Lunge unseres Planeten. Brasilien überwacht den Regenwald mittlerweile per Satellit. Aufnahmen aus der Amazonasregion Mato Grosso zeigen, was die letzten Jahre angerichtet haben. 3/4 des Regenwaldes sind dort schon verschwunden und werden zu Weideland für Rinder und zu Anbauflächen für Rinderfutter.
Eine Kehrtwende ist nicht in Sicht. Wir haben ohne dies nur ein Tier pro Hektar. Mit modernen Technologien könnten wir auf 4 Tiere pro Hektar kommen. Nach unseren Berechnungen kann Brasilien leicht 800 Millionen Tiere verkraften. Wir arbeiten daran, neue Weidegrasarten für die Rinder zu entwickeln. Sehr produktive, sehr resistente Arten, gentechnisch entwickelt, um mehr Tiere ernähren zu können. To support more cattle. Rinder sind Wiederkäuer und produzieren beim Kauen Methan, ein Treibhausgas, das sich in der Atmosphäre ausbreitet und mit beiträgt zur globalen Klimaerwärmung. Dieser Methanausstoß und die Industrialisierung der weltweiten Rinderzucht sind nach Berechnungen der UNO verantwortlich für 18% der Treibhausgase. Denn für die Produktion von Futtermais für die Rinder braucht es Düngemittel und Pestizide, wahre CO2-Fabriken. Die Traktoren und Maschinen, die beim Pflanzen und Ernten eingesetzt werden, verbrennen Benzin. Das Futtergetreide wird über weite Strecken transportiert. Das ergibt eine weitere Umweltbelastung. Die Rodung des Regenwaldes, die Industrialisierung der Viehwirtschaft und Methan durchs Wiederkäuen. Das sind die ökologischen Kosten. Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, die CO2-Bilanz der Rinderzucht zu reduzieren und setzen ausgerechnet bei den Tieren selbst an. In diesem Versuchsstall in Clermont werden neue Futtermittel getestet. Wir hatten sehr interessante Ergebnisse mit Leinsamen. Wir konnten die Methanausdünstung der Rinder um 30% verringern. Es handelt sich jedoch um sehr große Mengen Leinsamen. Aber mit vernünftigen Mengen kann man den Methanausstoß trotzdem um immerhin 10% senken. Das ist nicht so schlecht und wir sind ziemlich zufrieden mit diesem Ergebnis. Die Lebensmittelindustrie hat großes Interesse an dieser Forschung. Der Hackfleischlieferant von McDonald's finanziert 50% des Projekts mit dem Ziel, den CO2-Abdruck des Big Mac zu reduzieren. Fabrice Nicolino beschäftigt sich schon lange mit den Auswirkungen der Fleischproduktion auf die Umwelt und kann mit solchen Forschungsansätzen nichts anfangen. Wenn man die industrielle Viehzucht weiter intensiviert, kann man mit solchen Methoden die CO2-Bilanz pro Stück natürlich senken. Aber die Produktion expandiert ständig. Weltweit wird mehr und mehr Fleisch konsumiert. Das braucht immer mehr Rinder. Das heißt, in 20, 30 Jahren werden die Treibhausgase durch die industrielle Fleischproduktion extrem angestiegen sein. Das ist absurd. Es muss bluten, heißt es im Tango der Fleischer, des Chansonniers und Schriftstellers Boris Vian. Die weltweite Nachfrage nach Fleisch steigt ständig. Bis 2050, so schätzt man, wird sich die Fleischproduktion verdoppeln. Die neuen Mittelschichten in Schwellenländern wie Indien und China sind ebenfalls auf den Fleischgeschmack gekommen. Die Kuh auf der grünen Wiese, sie gibt es nur noch in Ausnahmefällen. In diesem Versuchslabor der Niederländischen Universität von Eindhoven sucht man nach einer Alternative. Zellbiologen forschen nach einer Formel für künstliches Fleisch. Unser Ziel ist es, Fleisch zu kultivieren, in erster Linie um Wurst herzustellen oder Pizzas zu bestücken. Wir wollen also nicht ein Steak produzieren, sondern eine Fleischbasis, etwa für Faschiertes. So könnte man auf die Massentierhaltung verzichten und außerdem die Treibhausgase reduzieren. Künstlich erzeugtes Fleisch.
Und so sieht das aus. Farblose Fleischzellen wachsen zwischen zwei Stücken Klettverschluss, mit freiem Auge kaum sichtbar. Nein, ich habe es noch nicht gekostet. Hat jemand im Labor schon gekostet? Nein, denn im Augenblick arbeiten wir mit Zellen von Mäusefleisch. Theoretisch könnte man das essen, aber das entspricht nicht wirklich meiner Vorstellung von einem Fleischgericht. Die Forschung wird von einer großen holländischen Wurstfirma finanziert. Der nächste Schritt, künstliches Hühnerfleisch. Danach will man sich an Schweinezellen wagen. Des Österreichers liebstes Fleisch ist das Schweinefleisch. 40 Kilo pro Kopf im Jahr. Das sind 63% des gesamten Fleischkonsums. Die wenigsten Schweine leben so wie diese hier. Die meisten in industriellen Großbetrieben mit fatalen Folgen für die Umwelt. Die Strände der Bretagne in Nordfrankreich etwa leiden unter einer Algenplage. Mit der Gülle aus den großen Schweinezuchtbetrieben dort werden Stickstoff, Phosphate und Nitrate ins Meer gespült, die die Algen übermäßig wuchern lassen. An der Zukunft des industriellen Schweinefleisches wird in Kanada gearbeitet. Hier haben wir ein paar sehr spezielle Schweine in einer isolierten Einheit untergebracht. Es handelt sich um gentechnisch veränderte Schweine, auch Umweltschweine genannt. Wir haben umweltfreundliche Schweine entwickelt, um die Umweltverschmutzung durch die weltweite Schweineproduktion gering zu halten. Auf den ersten Blick ganz normale Ferkel. Doch diese Schweine haben Gene von Mäusen und eine bestimmte Bakterie in ihrem Körper. Sie bilden ein Enzym, das die Phosphormenge im Dung um bis zu 60% reduziert und damit die Umwelt weniger belastet. Zurzeit gibt es noch kein grünes Licht für das Gentechnik-Umweltschwein. Es darf weder verkauft noch konsumiert werden. Eine Frage der Zeit, meinen die Forscher. Der Druck ist groß, ein Schnitzel auf dem Teller zu haben und dennoch die Umwelt zu schonen. Die, die sich's leisten können, haben immer noch das Bio-Schwein. Eine Zweiklassenlandwirtschaft entsteht. Die Leute wollen immer weniger und weniger für Lebensmittel bezahlen. Es ist völlig irrational. Man ist bereit, ein Vermögen für ein neues Handy auszugeben, aber nicht für gute, gesunde Ernährung. Gute Ernährung kostet Geld. Die Tiere normal zu füttern, eine natürliche Mast kostet. Wir müssen akzeptieren, einen fairen Preis dafür zu bezahlen. Besonders groß ist der Qualitätsunterschied auch beim Federvieh. Natürlich gehaltene, teure Freilandhühner versus billige, industrielle Batteriehühner. Die Massenproduktion von Fleisch ist nicht nur ein ökologisches und ethisches Problem, sie hat auch weltweit soziale Konsequenzen. Wir drehen in einer großen französischen Geflügelfabrik mit versteckter Kamera. Pro Stunde werden hier 10.000 Hühner verarbeitet. Wenn Hühner auf den schmutzigen Boden fallen, hier kein Problem, einfach aufheben. Wichtig ist die Tagesleistung. Das Geflügel hier ist mindeste Qualität. Ein Teil wird zu Hunde- und Katzenfutter gepresst. Der größte Teil, erfahren wir, ist für den Export bestimmt. Dafür hat der Geflügelkonzern vor 2 Jahren von der EU 63 Millionen Euro Subventionen erhalten. Das Fleisch kommt nachher in den Supermarkt? Das kommt überall hin. Ins Ausland, in den Nahen Osten, nach Afrika, Asien. Subventionierte Industriehühner überschwemmen die Märkte in Asien und Afrika. Wir begleiten die tiefgekühlten europäischen Industriehühner nach Cotonou in Benin in Westafrika. Das Huhn wird mit dem Moped in die Straßengeschäfte geliefert. Es muss schnell gehen, denn die Schachteln mit dem tiefgefrorenen Geflügel beginnen in der tropischen Hitze aufzuweichen.
Alles, was hier in die Tiefkühltruhe gesteckt wird, ist subventioniertes Billig-Industriefleisch aus Europa. Tiefgefrorenes Importhuhn verkaufen wir um 1500 Benin-Franc, manchmal um 1700. Huhn von hier aus der Gegend kostet zwischen 2500 und sogar 3500. Das importierte Industriehuhn kostet also nur halb so viel wie das heimische Huhn. Für die Geflügelzüchter in Benin ist das ein Preisdruck, dem sie nicht standhalten können. Ich habe jetzt im Moment etwa 1000 Junghühner. Und früher waren es 5000? Da waren es 5000. Und jetzt? Jetzt komme ich maximal auf 3000. Bei den Junghähnen ist es genauso. Früher hatte ich mehr als 6000 Junghähne. Jetzt sind es nicht mehr als 1500. Senegal und Kamerun standen vor denselben Problemen. Dort wurden harte Maßnahmen gegen die Tiefkühl-Importkonkurrenz getroffen. In Benin gar keine. Geflügelzüchter gibt es jetzt immer weniger hier. Mit den subventionierten Importen können sie nicht mithalten. Die Beniner, die ein regionales Huhn kaufen wollen, gehen auf den Markt. Ines arbeitet in einem kleinen Restaurant im Zentrum von Cotonou. Ein Huhn aus der Gegend wird immer lebend gekauft. Wenn ich ein Huhn kaufe, kontrolliere ich immer die Schenkel und schaue aufs Gewicht. Hier weiß ich, wie ich den Preis verhandle. Das Tiefkühlhuhn ist schon eine Konkurrenz. Tiefgekühlte Ware ist praktisch. Du kaufst sie im Geschäft und kannst sie gleich zubereiten. Das geht schnell. Ein Huhn aus der Region muss erst noch kochfertig gemacht werden. Es wird geschlachtet, abgebrüht, gerupft, ausgenommen und zerlegt. Kurz gesagt, man braucht Zeit, wenn man einen Beniner Huhn kaufen will. Mit einem Tiefkühlhuhn geht alles schneller. Auch das ist ein Aspekt seines Erfolgs. Was den Geschmack angeht, ist das eine andere Sache. Ines hat beide Hühner zubereitet, das hiesige aus Benin und das europäische Tiefkühlindustriehuhn. Ein Pärchen hat sich zur Verkostung bereit erklärt. Merci. Das hier? Und was soll ich dir von meinem Teller geben? Danke, von dem will ich nichts. Das lässt du mir? Die beiden wissen schnell, welches Fleisch ihnen besser schmeckt. Dieses Fleisch hier ist das regionale und dieses ist das importierte. Es gibt einen Unterschied. Das hier enthält Vitamine, das andere nicht. Ich bevorzuge das regionale Fleisch. Sie glauben also, dass das regionale Fleisch ist? Ja, und das ist das importierte Fleisch. Ja, es ist zu weich. Benin importiert fast 100.000 Tonnen tiefgekühltes Huhn pro Jahr. Der Produktionsleiter einer Handelsfirma führt uns herum. In diesem Kühlhaus lagern 250 Tonnen Geflügel. Um sich gegen die Tiefkühlimporte zu wappnen und die lokalen Produkte zu schützen, fordern die Beniner höhere Zölle. Benin konsumiert eigentlich nur 15% von dem Tiefkühlgeflügel hier. Und wo geht der Rest dann hin? Nach Nigeria. Das heißt, sie importieren das Fleisch und exportieren es dann nach Nigeria. Da hat der Produktionsleiter zu viel von der Firma verraten. Das benachbarte Nigeria hat seine Grenzen für Tiefkühlgeflügel offiziell dicht gemacht. Importe sind verboten. Der Kollege des Produktionsleiters beeilt sich zu korrigieren. Normalerweise dürfen wir die Wege, die es geht, gar nicht wissen.
Ein reger illegaler Handel mit europäischem Tiefkühlgeflügel zwischen Benin und dem benachbarten Nigeria, einem riesigen Land mit 100 Millionen Einwohnern. Das Importverbot in Nigeria wird ausgehebelt, der Schutz der afrikanischen Bauern und Geflügelzüchter durch den Schmuggel zunichte gemacht. Doch zurück nach Europa und der Zweiklassengesellschaft. Im spanischen Kastilien zeigt sich, welche Welten liegen zwischen billigem Industriefleisch und hochwertiger Bioqualität. Auf dieser Farm werden Kobe-Rinder gezüchtet, eine aus Japan stammende seltene Luxusrasse. Das Kilo Filet kostet um die 250 Euro. Der Spitzenpreis liegt bei 900 Euro das Kilo. In Japan werden diese Rinder mit Bier gemästet. In Spanien trinken sie Rotwein, Bio-Rotwein, der täglich mit dem Tankwagen geliefert wird. Wir geben den Rindern Wein. Zum einen, weil sie das mögen und zum anderen, weil das sehr gut ist fürs Fleisch. Sie bekommen ca. 1 Liter pro Kopf und Tag. Es ist Bio-Wein von unserem Anwesen. Besondere Kobe-Rinder werden gestriegelt und massiert. Sie haben jeden Komfort, um in aller Ruhe Gewicht zuzulegen. Ist so ein Kobe-Rind so etwas wie ein edles Pferd? Nein, aber sie mögen das. Man tut, was man kann. Aber wir haben 1500 Tiere hier. Jedes zu striegeln wäre zu kompliziert. Sie mögen das? Ich denke, das sieht man, ja. Wir legen auch klassische Musik für sie auf. Man sagt ja, dass Musik entspannt. Das gilt genauso für die Tiere. Es gilt für uns, die wir hier arbeiten, und auch für die Tiere. Wir spielen die Musik auch für die Kälber, die von der Mutter entwöhnt werden. Das beruhigt sie. Das Futter besteht aus Bio-Cerealien. Die genaue Mischung hält jeder Züchter geheim. Kobe-Rinder brauchen dreimal länger als andere Rinder in Bioaufzucht, bis sie ihr Schlachtgewicht erreichen. Auch das macht ihr Fleisch so schmackhaft und so teuer. Kobe-Rindfleisch gibt es hier zwar nicht. Tafelspitz und Schnitzel kann man im Wiener Rindfleischrestaurant dennoch mit gutem Gewissen genießen. Hier kennt man Lieferanten und Erzeuger. Meist sind es kleinere Betriebe. Wir sind in Österreich da ein bisschen bevorzugt, weil aufgrund der Topografie es bei uns diese Großbetriebe nicht gibt. Es waren auch die Betriebe sind eigentlich auch von den Futtermitteln her fast Eigenversorger, was zum Glück auch damals bei den großen BSE-Skandalen sich als sehr, sehr hilfreich herausgestellt hat. Weil wir eben kaum oder die heimischen Landwirtschaftsbetriebe kaum zukaufen müssen, sondern sie können das Futtermittel aus Eigenproduktion stellen. Und in Österreich gibt es eben traditionell eher nur kleinere Betriebe, nicht so wie die großen Farmern in den Benelux-Ländern, Frankreich etc. Qualität statt Quantität. Das ist wohl auch in Sachen Fleischproduktion und Fleischkonsum das Motto für die Zukunft. Jetzt können Sie noch eine Nacht darüber schlafen, ob Sie morgen wieder Fleisch konsumieren. Aber vorher sollten Sie sich noch den Club 2 ansehen. Da geht es nämlich ebenfalls um ein ganz wichtiges Thema. Corinna Milborn diskutiert mit ihren Gästen nämlich über das österreichische Bildungssystem und wie es in der Schulpolitik weitergehen soll. Ich danke im Namen des gesamten Teams fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Guten Abend.